Hip-Hop geht anders auf Tour. Unser heutiges Opfer, die Willy Brandt Oberschule. Hallo Willy Brandt Oberschule. Hallo, hier ist der Hip-Hop-Workshop. Hip-Hop geht anders. Erstmal, ey, wirklich, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Das war in zweierlei Hinsicht für mich total wichtig. Erstens natürlich für meine Schüler, damit die auch mal, gerade die Jungs, mal ein bisschen Breakdancer auch haben, die auch ein bisschen Breakdancen können so. Für die Mädels war es natürlich cool, dass sozusagen beides gleichzeitig mal getanzt werden konnte, okay. Mehr was Krasses bei den Mädels? Ja, so ohne Musik können die das irgendwie gar nicht so richtig, habe ich dir vorhin erzählt. Und sobald die Musik an ist, rasten die ja völlig aus und können das auf einmal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja? Du hast es mit dem Vertrag einfach geregelt, voll cool. Okay. Das hat erstens die Moral meiner Truppe gesteigert natürlich. Und zweitens ist es aber sozusagen für mich persönlich auch eine schöne Sache, dass ihr hier wart. Erstens, sondern so einfach, weil ihr mal so ein bisschen meinen Workshop einfach gesehen habt. Ja? So. Ich bin darauf sehr stolz und deswegen zeige ich diesen Workshop auch gerne, okay? So, und dieser Tanzworkshop ist, ihr wisst alle, dass ich kein großartiger Tänzer bin, also, okay? Aber ich finde trotzdem, dass ich diesen Workshop ganz gut mache, so. Und das finden, glaube ich, die Schüler auch und ich wollte eigentlich einfach mal daran teilhaben lassen. Und ich wollte auch ein bisschen Werbung machen dafür. Das heißt, wenn wir jetzt uns nächstes Mal als Team wieder treffen und sozusagen ihr alle mit Schaum vor dem Mund über meinen, also sagt, oh Mann, das macht voll Spaß in Wedding, in der Willy-Brandt-Oberschule so. Dann kommen vielleicht auch mal andere auch mal vorbei und gucken sich das an. Die Willy-Brandt-Oberschule.